Ja, ich danke herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass doch wenigstens die Hälfte der Anwesenden etwas jünger ist. Das Thema, die Bibel vollständig und eindeutig aus der Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Nicht unbedingt ein erbauliches Thema, aber doch ein wichtiges Thema. Und ich bin sehr dankbar, dass da hinten der Andreas Reh sitzt und der wird mit Sicherheit in der zweiten Stunde in dem Vortrag etwas mehr zu dem Gewissen und zu dem Herzen der Anwesenden und Zuhörenden sprechen. Ich habe mir dieses Thema nicht ausgesucht, ich hätte sicherlich auch ein anderes gewählt. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema, so wichtig es auch ist. Aber ich will versuchen, so gut wie ich kann, ein wenig über diese doch sehr wichtigen Verse zu sagen, in der Hoffnung, dass der Herr dann anschließend den Andreas gebraucht, um uns wichtige Hilfen zu geben und auch Ermutigungen, das im Leben umzusetzen. Ich lese die Verse in der Offenbarung, das sind die letzten Verse in der Bibel, ab Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches der Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Ich lese die zwei weiteren Verse auch noch. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Ja, die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, schließt in diesem Kapitel mit sehr, sehr ernsten Warnungen etwas vom Inhalt dieses prophetischen Buches wegzunehmen oder etwas hinzuzufügen. Und jetzt möchte ich zunächst einmal betonen, dass sich diese Warnung zuerst einmal auf dieses Buch, dieses letzte Buch der Offenbarung bezieht. Und das ist zuerst einmal eine sehr starke Mahnung an die Kopisten oder an die Abschreiber der damaligen Briefe. Das, was der Geist Gottes dem Johannes gegeben hat oder inspiriert hat, sehr, sehr sorgfältig niederzuschreiben und auch zu kopieren und ja nichts davon irgendwie wegzunehmen oder hinzuzufügen. Es geht also zunächst einmal um die Kopisten, die Abschreiber im ersten Jahrhundert, zur Zeit, wo der Johannes gelebt hat und die nächsten Jahre natürlich auch. Im ersten Kapitel der Offenbarung, da hat der Apostel Johannes dann eine Vision oder ein Gesicht, er sieht da den Herrn Jesus als den Weltenrichter und zwar in solch eindrücklichen Bildern und Beschreibungen, dass er total erschüttert wie tot zu Boden fällt. Also er bekommt einen ganz, ganz starken Eindruck von dem Charakter, von dem Wesen dieses Herrn Jesus hier als der Richter. Und während er also wie tot zu Boden fällt, dann legt der Herr die rechte Hand auf ihn und spricht zu ihm die Worte, fürchte dich nicht. Und das zeigt etwas von der Atmosphäre dieser Begegnung, die der Johannes mit dem Herrn Jesus hatte, dass ihm gesagt werden muss, fürchte dich nicht. Das Wort hat er ja oft gehört von dem Herrn in seinem Leben, aber jetzt in einer ganz anderen Umgebung und mit einer ganz anderen für ihn Autorität. Und da gab der Herr dem Auftrag, schreibe, was du gesehen hast, das, was ist und das, was kommen wird. Und ich glaube, dass diese Einleitung, diese Begegnung des Johannes mit dem Herrn Jesus, dem Johannes eine ganz tiefe Gottesfurcht und ein Verantwortungsbewusstsein auf das Gewissen gelegt hat, bei dem, was er jetzt schreibt, was Gott ihm offenbart. Und vielleicht ahnt man, wie der Johannes dann da gesessen hat mit seinem Griffel und Tinte, was er damals üblich war, in höchster Konzentration, um nur ja überhaupt keinen Fehler zu machen von dem, was ihm hier geoffenbart wird. Denn er hat ja die Worte gehört,
diese ernste Bezeugung oder eine Art Schwur war das fast. Wer dem, der etwas von der Prophezeiung streicht oder etwas hinzufügt, dem werden die Plagen treffen, die in diesem Buch beschrieben werden. Also er wird hier mit äußerster Konzentration geschrieben haben, im Bewusstsein seiner wichtigen Aufgabe. Ja, und als er jetzt diese 22 Kapitel fast zu Ende geschrieben hat, dann kommt diese ernste Bezeugung, wehe dem, der etwas streicht oder hinzufügt. Und ich glaube, dass die Kopisten, die damals dabei waren, solche Briefe jetzt wörtlich abzuschreiben, damit sie verbreitet werden können, haben dann auch etwas gespürt von dem heiligen Ernst, der damit verbunden ist, diese Worte Gottes niederzuschreiben. Und indirekt kann man natürlich auch das anwenden auf das ganze Neue Testament und Alte Testament, aber wie gesagt, das ist zunächst einmal direkt geschrieben zu denen, die die Worte des Johannes des Apostels hier niedergeschrieben haben. Es geht also dem Heiligen Geist darum, dass die Heilige Schrift, die Heilige Schrift in aller Ehrfurcht, wortgetreu und ohne irgendeinen Fehler niedergeschrieben und auch verbreitet wird. Vielleicht darf ich hier einen kleinen Einschub machen und etwas sagen über die moderneren Bibelübertragungen. Ich denke, das brauche ich euch nicht groß erklären, dass wir einmal Bibelübersetzungen haben. Das sind also Übersetzungen aus dem sogenannten Grundtext. Es gibt ja keinen Urtext. Die handschriftlichen Unterlagen der Apostel und Propheten sind ja nicht da. Es sind also nur Abschriften da, die dann im Laufe der Jahrhunderte gesammelt wurden. Und dann wurde der sogenannte Grundtext zusammengestellt, sodass wir annehmen können, dass das in etwa so das auch wirklich war. Es gibt ja Tausende von diesen Handschriften und Abschriften, die hat man verglichen, um jeden Fehler auszumerzen oder zu verhindern, um dann den Grundtext darzustellen und anzubieten, aus dem dann die Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen, in unsere Sprache durch Luther, der Elberfelder Bibel, Schlachter, Menge und so weiter erfolgen. Das sind dann also die Übersetzungen aus dem sogenannten Grundtext. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar, wenn ich jetzt sage, dass jede Übersetzung der Bibel aus dem Grundtext in eine andere Sprache schon ein Stückchen Interpretation ist. Versteht ihr, was ich meine? Die ganze Prägung der Persönlichkeit, die übersetzt, seine Ansichten, seine Überzeugungen beeinflussen auf jeden Fall auch ein Stückchen bei aller Gottesfurcht, die hoffentlich vorhanden ist, das, was er jetzt übersetzt. Das fließt möglicherweise ein wenig mit ein. Zumindest muss der Übersetzer sich sehr davor hüten, dass er nicht seine Ansichten mit einbaut in die Übersetzung. Aber eine Übertragung ist jetzt nicht eine Übersetzung aus dem Grundtext, sondern dann nimmt man die deutsche Vorlage, meinetwegen Luthertext oder Elberfelder oder Menge oder was auch immer, Schlachter, und versucht das in verständliches Deutsch zu übersetzen, zu übertragen. Also es ist keine Übersetzung, sondern eine Übertragung, um eine leicht lesbare, verständliche Übertragung dann veröffentlichen zu können. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass eine Übertragung natürlicherweise immer mehr Seiten hat wie eine Übersetzung. Kann man das nachvollziehen? Denn der Übertrager einer modernen Übertragung fügt ja Worte hinzu, um den Sinn der ursprünglichen Worte deutlich zu machen, zu erklären. Wenn also ein Übersetzer schon in Gefahr steht, etwas einfließen zu lassen in die Übersetzung von seinen Vorstellungen, wie viel mehr dann einer, der eine Übertragung schreibt und dann nicht den Grundtext vor sich hat, sondern eine mehr oder weniger gute Übersetzung und das versucht jetzt zu interpretieren oder für Außenstehende, vielleicht auch für solche, die noch nie eine Bibel in Hand hatten, leicht lesbar zu machen. Und das ist in meinen Augen eine ganz große Gefahr, dass man eben persönliche Ansichten dann mit einfließen lässt. Das kann man dann auch deutlich feststellen, wenn man genau hinsieht. Zum Beispiel wird in der Bibel der Zeugen Jehovas,
wenn man die noch Bibel nennen kann, sehr deutlich, dass die Bibelverse, wo es um die Person und das Herrn Jesus geht, aus Gott, dass sie interpretiert werden, denn nach Überzeugung der Zeugen Jehovas war der Jesus ja nicht Gott selbst, sondern ein Geschöpf Gottes. Oder aber, wenn derjenige, der die Übertragung macht, eine Überzeugung hat von Allversöhnung, dass letzten Endes alle Menschen, vielleicht sogar der Teufel in den Himmel kommt, dann wird seine Einstellung dann auch die Übertragung sehr stark beeinflussen und bestimmte Begriffe der Bibel wie ewige Verdammnis umschreiben oder auch entschärfen. Und das kann man auch nachvollziehen, wenn man die verschiedenen Übertragungen des Neuen Testamentes liest. Das krasseste Beispiel ist die Volksbibel. Ich habe mal hier ein Exemplar mitgebracht, nicht um dafür zu werben, ganz im Gegenteil, um davor zu warnen, auch wenn ich den Verfasser persönlich kenne, den Martin Dreyer. Der meint es sicherlich auch ganz gut, aber er hat ein ganz wildes, interessantes Leben hinter sich und ist nicht unbedingt, meine ich, von seiner Einstellung und von seiner Prägung her geeignet, so etwas zu tun. Aber darüber kann man sich streiten. Ich lese euch jetzt mal die Verse 18 und 19 aus dieser Übertragung vor, um deutlich zu machen, welchen Unterschied hier beim Vergleichen deutlich wird. Ich mache jetzt noch mal eine Ansage. In meiner Übersetzung hat es angefangen, ich bezeuge jedem. Ich mache jetzt mal eine Ansage. Jeder, der diese Worte, diese Prophezeiung hört, darf sie nicht eigenmächtig ergänzen. Wer das trotzdem tut, der wird dieselben ätzenden Sachen von Gott abkriegen, die in diesem Buch schon beschrieben wurden. Wenn irgendjemand auf die Idee kommt, etwas von diesen Worten wegzulassen, dann wird Gott etwas von seinen Früchten wegnehmen, die für ihn am Baum des Lebens wachsen. Auch sein Anteil an der heiligen Stadt wird dementsprechend reduziert an der Stadt, die hier schon beschrieben wurde. Und der letzte Vers, 21, lautet dann in der Volksbibel: Die Gnade und Liebe von unserem Chef und Gott Jesus Christus soll immer euch begleiten. So werden diese Worte übertragen, und wenn ihr jetzt Zeit hättet und genau mal vergleichen würdet, dann werdet ihr feststellen, dass in dieser Übertragung natürlich nicht der Jesus als Herr angesprochen wird, sondern als Chef. Das Wort Sünde wird im Allgemeinen bei ihm mit Mist oder Dreck oder Shit übertragen und so weiter und so weiter und so weiter. Natürlich sind die meisten anderen Übertragungen, NEÜ und so weiter, Hoffnung für alle, wesentlich besser und nicht so grob fahrlässig, wie ich meine. Und die sind sicher auch alle mit guten Motiven geschrieben worden, also außenstehenden Lesern oder auch Gläubigen das Lesen leichter und lieber zu machen. Aber man darf solch ein Buch nicht die Heilige Schrift nennen, das ist sie nicht. Genauso wenig wie eine Nacherzählung einer biblischen Geschichte in der Kinderbibel von Anne de Vries oder ähnlichen Autoren man als Heilige Schrift bezeichnen kann. Das tut man ja auch nicht, sondern das ist eine Kinderbibel. Und das hat ja seine Berechtigung. Und wenn wir biblische Geschichten erzählen, dann ist das ja auch ein Stückchen Kinderbibel. Dann erzählen wir sie mit unseren Gedanken, mit unseren Eindrücken weiter. Aber wir beanspruchen niemals, dass das jetzt inspiriertes Wort Gottes, die Heilige Schrift ist, was wir sagen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr kritisch diesen Übertragungen gegenüber und wünsche so sehr, dass wir auch unsere jungen Christen, jetzt jung im Glauben, von Anfang an gewöhnen an eine gute Übersetzung, auch wenn die oft nicht so leicht zu lesen ist. Man muss sich natürlich da sehr konzentrieren. Und es ist gut, wenn man dann gute Auslegungen dazu hat oder auch gute Lehre hört in der Gemeinde. Dafür sind ja auch die Lehrer begabt worden, damit sie uns die Schrift deutlich machen, erklären. Aber dass wir doch unsere jungen Christen daran gewöhnen, wirklich gute, solide Übersetzungen zu gebrauchen, weil ich glaube, dass das automatisch bewahrt für manchen falschen Auffassungen, mit denen man im Laufe des Lebens dann konfrontiert wird. Tozer, das ist einer meiner Lieblingsautoren. Ich habe draußen zwei Bücher mitgebracht, möchte euch die einfach mal vorstellen und empfehlen. Die könnt ihr kaufen, die könnt ihr dann auch
bestellen oder bei euch hier am Büchertisch holen. Gott liebt keine Kompromisse. Das ist neu aufgelegt worden, das gab es vor vielen Jahren schon einmal. Tosa ist ein Mann, er lebt schon 30, 40 Jahre nicht mehr, der wirklich mit ganz großem Ernst das Wort Gottes verkündigt hat und auch die Schwächen und Fehlentwicklungen unter den Christen sehr, sehr gut beobachtet hat und beim Namen genannt hat. Und er schreibt einmal über die Übertragungen: Beim Lesen dieser Übertragung hatte ich dasselbe Gefühl, als wenn ich mich mit einer Banane rasiert hätte. Und das finde ich ist eine sehr schöne Beschreibung, die ich total teile. Ich lese nochmal: Beim Lesen dieser Übertragung hatte ich dasselbe Gefühl, als wenn ich mich mit einer Banane rasiert hätte. Keine Schärfe, es tut nicht weh, es ist einerseits sehr angenehm und sehr weich, aber das Schwert des Geistes, die Heilige Schrift, wird hier stumpf gemacht. Das schneidet nicht mehr, es trennt nicht mehr, es scheidet nicht. So, das war nur ein kurzer Einschub, um euch Mut zu machen, wirklich gute Übersetzungen zu benutzen und kritisch zu sein, wenn man euch Übertragungen lieb machen möchte. Auch wenn ich zugestehe, dass es manchmal für jemanden, der wirklich wenig gelernt hat oder auch nicht geübt ist zu lesen, das eine Hilfe sein kann. Aber ich habe so den Eindruck, dass immer mehr Christen, auch reife Christen, viel lieber zu einer Übertragung greifen, als eben den Luther- oder Elberfelder Text oder Schlachter oder Menge und so weiter zu lesen. Und das ist nicht gut. So, zurück hier zur Offenbarung. Noch einleitend ein paar Gedanken. Das ist interessant, dass die Brüder, die sich sehr mit den Auslegungen des Wortes Gottes beschäftigt haben, auch mit der Offenbarung, und die vor allem auch Sprachwissenschaftler sind, die den Grundtext der Bibel kennen, die haben festgestellt, dass es kein Buch der Bibel gibt, wo so viele Unterschiede in den Handschriften vorhanden sind, aus denen man den Grundtext zusammenstellt. Ich zitiere von einem bekannten Ausleger: Der Text der Offenbarung gehört zu den am schlechtesten überlieferten Bibelbüchern. So viele Hände haben diesen Text abgeschrieben, und in dieses Buch hat sich die größte Zahl an Fehlern eingeschlichen. Der größte Teil lässt sich zum Glück berichtigen, sodass wir doch fast den richtigen Grundtext besitzen. Aber es sieht doch so aus, als habe der Feind, also der Teufel, vor allem auf dieses Buch abgesehen. Also beim immer wieder damaligen Abschreiben dieser Offenbarung des Johannes sind so viele Fehler eingeflossen, dass es sehr viele Handschriften gibt, wo unterschiedlich bestimmte Dinge geschrieben wurden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier diese Warnung noch einmal ernst nehmen. Wer also etwas dazufügt oder auch hinwegnimmt, den wird Gott richten. Und diese Mahnung von dem Wort Gottes in der Offenbarung auch auf die ganze Bibel anzuwenden, haben wir auch ähnliche Verse in der Bibel, die uns Mut machen, wirklich davon überzeugt zu sein, dass diese Warnung nicht nur der Offenbarung gilt, sondern dem ganzen Neuen Testament und auch dem Alten Testament. Wer möchte, kann sich das notieren. Ich zitiere diese Verse, 5. Mose 4, Vers 2, wo Mose schreibt: Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also 5. Mose 4, Vers 2, fast ähnlich hier: Nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Es sind Gebote des Herrn eures Gottes. 5. Mose 12, Vers 32, wieder Mose: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und dann machen wir einen Sprung in Sprüche 30, Vers 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. Also haben wir gute Gründe anzunehmen und überzeugt zu sein, dass die ganze Heilige Schrift von Gott eingegeben ist und dass wir gewarnt werden und uns hüten, irgendetwas wegzunehmen oder
hinzuzufügen. So, das war so praktisch die Einleitung, um das so ein bisschen deutlich zu machen, wie wichtig dem Herrn ist, auf den letzten Zeilen des Neuen Testamentes die Warnung hier auszusprechen. Ich möchte jetzt auf drei große Gefahren im Umgang mit der Heiligen Schrift hinweisen, die es zu allen Zeiten gegeben hat, was die Autorität der Heiligen Schrift, der Bibel betrifft. Also einmal hinzufügen, das erste, zweitens etwas wegnehmen und das dritte etwas zeitgeschichtlich relativieren. Das werde ich gleich ein bisschen erklären, was ich damit meine. Fangen wir mit dem ersten an, mit dem Hinzufügen. Also dieses Hinzufügen ist eigentlich ein Kennzeichen aller Sekten, die wohl auch die Bibel zitieren und auch die Bibel in gewisser Weise schätzen, aber das reicht nicht aus. Nur ein paar Beispiele, auch jetzt nur ganz kurz angerissen. Die katholische Kirche, sicherlich die größte Sekte, die wir zurzeit haben oder in den letzten Jahrhunderten schon, natürlich berufen die sich auch auf die Bibel, die Heilige Schrift, aber auch auf die Dogmen der Konzilien oder der Päpste, wenn sie ausdrücklich in ihrer angemaßten Autorität als Stellvertreter Christi etwas bestimmen, ex cathedra bestimmen. Nur ein paar Beispiele von vielen. Die Unfehlbarkeit des Papstes, die kann man natürlich nicht in der Bibel, im Neuen Testament irgendwo angedeutet finden. Das ist eine Erfindung dieser Päpste oder dieser Konzilien, dass also der Papst zu bestimmten Gelegenheiten, wenn er in Kraft seiner Autorität als sogenannter Stellvertreter Christi etwas sagt, dass das absolut autoritativ ist und unfehlbar ist. Das entspricht überhaupt nicht dem, was im Neuen Testament da gelehrt wird. Dann Maria unbefleckte Empfängnis, also dass sie Maria schon sündlos war, das finden wir auch nicht in der Bibel, ganz im Gegenteil. Maria Himmelfahrt finden wir auch nicht in der Bibel, ganz im Gegenteil. Oder auch eine der wichtigen klassischen Irrlehren der katholischen Kirche, dass bei der Eucharistie, wir sagen heute Abendmahl, Brot und Wein durch den Segensspruch Kraft der Autorität des Priesters in dem Moment verwandelt wird in buchstäblich Blut und Leib Christi. Das ist eine grauenhafte Irrlehre, die verkündigt wird, aber die festgelegt wurde und die für jeden Katholiken absolut verbindlich sind. Und da hat man also dem Wort Gottes etwas hinzugefügt, das genauso ist, genauso wichtig ist für die Katholiken wie das, was in der Bibel steht. Und wehe dem, das sagen die Katholiken, der das nicht annimmt, der sei anathema, der sei verflucht. Das ist also ein Beispiel dafür, wie schlimm das ist, wenn eine Sekte, in irgendeiner kirchlichen Gemeinschaft neben der Bibel noch etwas zur Autorität bestimmt, die Dogmen der Konzilien oder der Päpste. Anderes Beispiel sind die Mormonen, die ja in Deutschland nicht so bekannt sind, in den USA und in Amerika im Allgemeinen sehr viel mehr. Die respektieren schon die Bibel, aber das vom Himmel gefallene Buch Mormon ist von größerer Autorität. Die schreiben auch nichts unbedingt gegen die Bibel ausdrücklich, aber sie studieren das Buch Mormon und das ist für sie maßgebend. Sie fügen etwas hinzu. Dann auch viele Adventisten, ich sage extra viele, nicht alle Adventisten, die Adventisten sind auch inzwischen unterschiedlich, aber sehr viele traditionelle Adventisten schätzen die Bibel als Autorität, als inspiriert, aber haben daneben noch die Schriften der Prophetin Ellen G. White, die gleiche Autorität wie die Bibel für sie hat und dann auch die verschiedenen falschen Lehren verkündigen, zum Beispiel den Seelenschlaf der Verstorbenen. Also wenn ein Mensch stirbt, der nicht an den Jesus glaubt, an sein Opfer auf Golgatha, der wird zerstört, der lebt nicht weiter, es gibt keine ewige Verdammnis. Sie werden ausgelöscht und dann auch eben die Vernichtungslehre, das ist das Gleiche, dass es also überhaupt keine ewige Verdammnis gibt, sondern nur eine Auslöschung der Nichtgläubigen. Das sind jetzt auch nur ein, zwei, drei Auffassungen, die ich herausgegriffen habe. Wer möchte, der kann sich da informieren
in verschiedenen Büchern, die das ausführlich beschreiben. Sie fügen etwas der Bibel hinzu. Aber viele Adventisten kennen wir ja auch, die wirklich wiedergeboren sind, den Herrn lieben, auch das Wort Gottes lieben. Aber leider eben spielen die Schriften von dieser Prophetin White eine ganz große Rolle. Aber wie gesagt, einige haben sich davon auch schon ein bisschen distanziert. Und es ist sicher nicht verkehrt, wenn man auch versucht, ein wenig diesen Geschwistern zu helfen. Dann die Neuapostolen, die haben ihren Stammapostel, der die gleiche Autorität wie die Heilige Bibel für sich in Anspruch nimmt. Diese Bewegung ist am Abnehmen hier in Deutschland, Gott sei Dank, könnten wir sagen. Ansonsten ist eine sehr, sehr große Sekte weltweit verbreitet, wo alles mit dem Stammapostel und mit einer ganz bestimmten Anzahl von Menschen, die in den Himmel kommen, zusammenhängt. Dann, das steht uns ein bisschen näher, viele Gruppen der charismatischen Bewegung glauben, zum Beispiel auch euer Gospelforum, was heißt euer, das Gospelforum hier in Stuttgart, Peter Wenz und all die Leute, die er so einlädt, glauben, das sind nicht alle Charismatiker, die es glauben, aber doch relativ viele, dass es heute auch noch Apostel und Propheten gibt, die in der Lage sind, hundertprozentige Worte Gottes und neue Offenbarungen auszusprechen. Für sie ist die Bibel nicht abgeschlossen und Kritik an den Offenbarungen dieser neuen Propheten werden dann gleich als Lästerung des Heiligen Geistes bezeichnet. Das habe ich also oft erlebt in den letzten 30, 40 Jahren, wenn ich über die charismatische Bewegung mal etwas gesagt oder geschrieben habe, dass ich der Lästerung des Geistes beschuldigt wurde, weil die untastbar sind und man lehrt dort, ich will das jetzt nicht sehr ausweiten, dass man eingeführt werden kann in den Dienst der Propheten, bis man in der Lage ist, hundertprozentige Worte Gottes auszusprechen, die genauso wichtig sind wie das Wort Gottes selbst. Sie geben zu, dass das nicht viele Propheten sind, die diesen Stand erreicht haben, aber einer war Paul Kane, den habe ich auch dann persönlich kennengelernt, auch seine Fähigkeit, Dinge zu sagen, da packt man sich an den Kopf, wie ist das möglich, dass der das so genau erkennen kann, wie das Leben von anwesenden Leuten ist, der überhaupt nicht kennt, deren Verhältnisse, deren Zukunft und so weiter, das ist schon erstaunlich. Der wird bezeichnet als ein Prophet, der hundertprozentige Worte spricht und dementsprechend autoritär auftritt. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass dieser Mann seine Prophezeiung unter Alkohol ausspricht und dass er homosexuell ist, sogar von den Charismatikern eine Zeit lang ausgeschlossen wurde, als das dann öffentlich und bekannt wurde. Inzwischen ist er wieder im Dienst. Aber den hat man als einen bezeichnet, der hundertprozentige Worte Gottes spricht. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, wenn ihr mal solch einer Versammlung war, ich habe das öfter erlebt, einfach um das zu prüfen und kennenzulernen, wie die Leute dazu hören. Ich karikiere ein bisschen. Wenn einer die Bibel in der Hand hat und versucht, die Bibel zu erklären, naja, dann gähnt man oder man guckt heimlich in sein Handy, um die Zeit zu vertreiben, oder man schläft ein bisschen oder man träumt. Aber wenn dann ein Prophet aufsteht, der dann im Namen Jesu etwas verkündigt, ist alles hellwach. Alle haben solche Ohren, hören zu, weil sie wirklich glauben oder auch so getrimmt sind, das zu glauben. Jetzt kommen hundertprozentige Aussprüche Gottes. Und dann hört man zu, wie man eigentlich nur der Bibel zuhören sollte, mit größter Aufmerksamkeit, weil es mein Leben ja betreffen könnte. Und das sehe ich als eine ganz, ganz große Gefahr an. Und deswegen sollten wir uns da auch informieren, damit wir auch den vielen Geschwistern in diesen Kreisen, da gibt es ja nun wirklich auch viele, die wiedergeboren sind, diesen Leuten nicht auf den Leim gehen und sich warnen lassen. Das habt ihr hier in Stuttgart wahrscheinlich auch selbst ein bisschen kennenlernen können und seid da auch entsprechend geimpft, ich hoffe. Also das sind jetzt nur eine Handvoll Religionsgemeinschaften oder Sekten, die eben glauben, dass es neben der Bibel noch eine weitere verbindliche Offenbarungsquelle gibt, die also der Bibel etwas hinzufügen. Die zweite Gefahr, das sind also diejenigen, die etwas wegnehmen. Wir hier in diesem Raum und wie ich denke auch bei denen, die jetzt hoffentlich nicht nur im Sofa, sondern auf dem Stuhl auch zuhören, die wir von den fünf Sola oder Soli von der Reformation geprägt sind,
Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus, Gott allein die Ehre. Wir haben wahrscheinlich etwas weniger Probleme mit außerbiblischen Offenbarungsquellen. Also wenn bei uns ein Bruder in die Gemeinde käme und beansprucht, ein Prophet zu sein, dem Gott etwas geoffenbart hat, dem würden wir natürlich sofort beiseite nehmen. Und ich denke, das würde euch genauso gehen. Aber die Gefahr ist groß, dass es hier und da auch Gemeinschaften gibt, die wir gut kennen, die wir auch schätzen, in denen begabte Lehrer und Ausleger der Bibel in Gefahr stehen, als zu große Autoritäten zu gelten, denen man nicht widersprechen darf. Das gibt es natürlich auch. Da könnte man auch mal einen Vortrag darüber halten, wie das auch eine Gefahr sein kann in ganz bestimmten Kreisen, von denen haben wir aber nicht so furchtbar viele, glaube ich. Aber wir hier, wir stehen vielleicht in Gefahr, in einer gewissen Gefahr, bestimmte leicht liberale Einflüsse zu tolerieren oder sogar davon unbewusst unterwandert zu werden. Also, dass etwas von der Bibel weggenommen wird. Man leugnet wichtige, zentrale biblische Lehren oder erklärt sie als ein Irrtum. Vielleicht ein paar Beispiele, um das deutlicher zu machen. Und es geht hier also um konservative Kreise, dass man die Trinität Gottes leugnet, also die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt viele Gemeinden, nicht so sehr in Deutschland, die gibt es auch, vor allem auch in Amerika, in den USA, die sich sogar Jesus Only nennen, also Jesus allein, die leugnen, dass es eine Trinität Gottes, eine Dreieinheit gibt. Und das sind viele Gläubige, aber die sind davon überzeugt. Und die mehren sich hier auch in Deutschland inzwischen, gerade auch unter solchen, die sehr auf Israel getrimmt sind und viele Beziehungen, Verbindungen dahin haben. Da gibt es da auch bei den sogenannten Judenchristen noch manche Kämpfe. Dann gibt es andere, die die Gottheit Jesu als Mensch leugnen, die also lehren, dass der Jesus, als er Mensch wurde, seine Gottheit abgelegt hat. Und dann nimmt man auch etwas weg von der Bibel. Denn der Jesus war sowohl als Mensch auch Gott. Dann die Leugnung der ewigen Verdammnis, habe ich eben schon angeführt. Wie viele Gemeinschaftskreise kennen wir, die sehr treu und überzeugt die Bibel lesen und empfehlen, aber die Lehre angenommen haben, dass es keine ewige Verdammnis gibt, sondern eine Allversöhnung. Und da könnte ich jetzt auch einige Namen nennen, von denen die sehr bekannte Bibelausleger sind, teilweise auch in der Brüderversammlung, man soll es nicht für möglich halten, dass solche Dinge akzeptiert werden und solche Brüder auch, ja, man ihnen Raum gibt, ihre Lehren, die sie meist nicht ganz offensichtlich verkündigen, sondern mehr in der Hinterhand haben, doch davon überzeugt sind. Dann wissen wir auch, dass es inzwischen evangelikale Kreise gibt, die die gleichgeschlechtliche Ehe als eine Gabe Gottes anerkennen. Ihr habt von dem Buch oder von den Ansichten von dem Professor Martin Grabe, Hohe Mark, bei Frankfurt gehört oder gelesen. Einer, der aus der Brüderbewegung kommt. Ich persönlich kenne ihn sehr gut und schon sehr, sehr lange. Sein Vater ist bei uns auch in der Gemeinde, aber der in seinem Buch sehr deutlich geschrieben hat, dass wir lernen müssen, als konservativ-evangelikale gleichgeschlechtliche Ehen, also von Homosexuellen, von Lesben und so weiter, als gottgegeben anzuerkennen und aufzunehmen. Das wäre vor 30, 40 Jahren unmöglich gewesen, dass solch ein Buch in einem evangelikalen Verlag, ich glaube bei Franke oder bei Brunnen, ich weiß nicht ganz genau, erschienen ist. Aber heute wird das verkündigt, publik gemacht, es verbreitet sich und es gibt viele, relativ viele konservative FEGs, Baptisten. Gott sei Dank in den Brüderversammlungen werden solche Sachen noch nicht geduldet und bei euch mit Sicherheit hier bei der EFA auch nicht. Aber das greift um sich. Dann die Leugnung der Erbsünde durch den Fall Adams und Evas. Da werde ich gleich noch kurz etwas zu sagen, dass man also nicht glaubt, dass wirklich Adam und Eva gelebt haben und deswegen auch die Erbsünde
eine Lehre ist, die Menschen erfunden haben. Und ich möchte jetzt betonen, es geht mir jetzt also nicht darum, und in dem Text hier geht es auch nicht darum, dass wir nicht verschiedener Meinung sein können zu manchen Abschnitten der Bibel, wenn es um die Auslegung von Bibelversen geht, also um Auslegungsvarianten. Da kann man auch mal verschiedener Meinung sein und das fällt dann nicht unter das Gericht, was hier in der Offenbarung beschrieben wird. Zum Beispiel sind die 6 Schöpfungstage 7 mal 24 Stunden oder sind es große Perioden? Also unsere Väter, so vor 70, 80 Jahren, die waren fast alle davon überzeugt, dass es jeweils 1000 Jahre waren. Gibt es bekannte Bücher zu diesem Thema. Das waren ganz treue, hingegebene Brüder, die an die wörtliche Inspiration der Bibel gedacht haben, aber in dieser Frage gesagt haben, naja, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, deswegen können wir doch annehmen, dass diese Schöpfungstage eben große Perioden waren. Das wird auch heute noch von manchen so vertreten, auch wenn die Zahl kleiner geworden ist. Aber das sind jetzt keine Auffassungen, wo man sich jetzt, wer weiß wie lange, streiten muss oder sogar sich gegenseitig ausschließen muss. Wird die Gemeinde, das ist eine andere Frage, vor, in oder nach der Drangsalzeit entrückt? Nun, wenn ich euch hier im Raum fragen würde, dann gibt es da sicherlich auch unterschiedliche Auffassungen. Einige werden sagen, jawohl, der Herr, der wird vor der Drangsalzeit die Gemeinde entrücken. Aber es gibt andere, die meinen, gute Gründe zu haben, auch in eurer Nachbarschaft hier, die auch bekannte Namen haben, die sind der Meinung, wir werden in der Mitte der Drangsalzeit entrückt und viele andere sagen am Ende der Drangsalzeit. Anderes Beispiel, ist das tausendjährige Reich buchstäblich oder symbolisch zu verstehen? Wir haben eine gute Gemeinschaft mit vielen reformatorisch geprägten Christen, die in letzter Zeit auch manche Gemeinden gegründet haben und für biblische Wahrheiten eintreten, mit aller Deutlichkeit und Schärfe, auch in der gegenwärtigen Diskussion um Corona und so weiter. Da kann man sich nur freuen und dankbar sein, mit welch einer Ernsthaftigkeit die für die Überzeugung kämpfen, dass wir wirklich der Bibel treu in jeder Beziehung folgen müssen und dem Herrn vertrauen müssen. Aber sie sind nicht davon überzeugt, dass es ein buchstäblich tausendjähriges Reich geben wird. Sind das Brüder, von denen man sich trennen muss? Ist das eine falsche, eine böse Lehre, die man ausschließen muss? Das glaube ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann man verschiedener Meinung sein. Und wir kennen viele Autoren, die wir sehr schätzen und empfehlen, die diese Überzeugung für sich haben, aber auch daraus kein Schibolett machen oder sie das nicht mit Autorität verkündigen, sondern sagen, naja, das ist unsere Meinung, aber wir kämpfen nicht dafür, das ist nicht unser Thema. Damit meine ich, kann man als Gemeinde auch leben. Kann ein Kind Gottes verloren gehen oder ist es ewig gerettet? Das ist auch eine Frage, die viele Christen bewegt, vielleicht auch hier in diesem Raum. Und es ist gut, wenn man da eine Überzeugung hat, aber wenn einer eine andere Überzeugung hat wie ich, da kann ich doch mit leben. Da können wir gemeinsam in einer Gemeinde sein. Wir praktizieren das bei uns in unserer Gemeinde auf jeden Fall. Da gibt es einige, die dazugekommen sind, die sehr geprägt waren von einer bestimmten, doch etwas gesetzlichen Tradition und die der Überzeugung sind, dass wenn man wiedergeboren ist, ein Kind Gottes ist, man verloren gehen kann, wenn man in Sünde lebt und so weiter und so weiter. Kann man ein Stückchen nachvollziehen, auch wenn man anderer Überzeugung ist. Da muss man sich nicht trennen. Ist der Erwählung, eine andere Frage, der Gläubigen, die ewige Erwählung, die Lehre der Bibel oder nur ein Vorhersehen Gottes, dass Gott wusste, wer sich mal bekehren wird und den hat er erwählt, wie es heute viele glauben. Diese verschiedenen Auffassungen, ja, da kann man auch kämpfen, da kann man auch Bücher drüber schreiben, aber muss das trennend wirken auf unsere Geschwister oder auf unsere Gemeinden? Ich meine nicht. Das kann man ertragen. Das sind Auslegungsvarianten und ich habe Respekt vor vielen Brüdern, die das anders sehen, wie ich es sehe. Aber damit, meine ich, kann man auch leben, solange für sie der Herr ist und die Bibel Gottes Wort ist und man in Demut und Bescheidenheit auch seine Grenzen anerkennt und weiß, dass vielleicht andere mehr die Bibel studiert haben wie ich. Dann kann man eine Überzeugung haben und dem anderen sagen, vielleicht hast du recht in der Ewigkeit, da wird sich das rausstellen. Das sind also keine unwichtigen Fragen, aber es geht keiner verloren, wenn er sich in diesem Punkt irrt und nach unserer Meinung eine
falsche Lehre verbreitet. Also es geht, wenn ich jetzt über Vers 18 und 19 einiges sage oder gesagt habe, nicht darum, dass wir uns nicht in bestimmten Auffassungen verschiedener Meinung sein können und uns auch da tragen können. Aber womit wir zu tun haben heute, das ist eben diese etwas subtile Unterwanderung fundamentaler Lehren, indem man eben sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern es enthält Gottes Wort. Und das dringt sehr, sehr, sehr in konservative Bibelkreise und Gemeinden ein. Noch ein paar Beispiele dafür. Der Schöpfungsbericht ist kein historischer Tatsachenbericht, sondern eine Erzählung mit tiefem Wahrheitsgehalt. Das wird heute sehr, sehr publik gemacht, auch in evangelikalen Kreisen. Also man macht zuerst mal ein Kompliment und sagt, jawohl, der Schöpfungsbericht, das enthält eine tiefe Wahrheit, wie auch das Buch Hiob. Aber es gab natürlich keinen historischen Adam und keine Eva, sondern damit will die Bibel nur bildhaft uns wichtige Wahrheiten mitteilen. Worthaus zum Beispiel, viele junge Leute hören sich gerne die Predigten an, da wird das so in etwa gelehrt und verbreitet. Oder der Kreuzestod Jesu ist kein blutiges Schuldopfer oder Sündopfer, sondern nur ein Vorbild und Beispiel unschuldigen Leidens. Oder Jesus als Vorbild für passives Leiden vorgestellt wird, man verrät da auch den Herrn mit einem Kuss, wie ich meine, aber man leugnet eben das Sühnopfer, das blutige Sühnopfer Jesu Christi am Kreuz, seine Stellvertretung am Kreuz. Oder, das hören wir immer mehr, ein Gott der Liebe kann nicht zeitliche Sünden mit ewiger Strafenverdammnis heimsuchen. Also die Lehre von der Verlorenheit des Menschen und von der ewigen Verdammnis wird da relativiert oder auch in Frage gestellt. Oder eben, wie ich schon angedeutet habe, Liebe kommt von Gott und wenn zwei gleichgeschlechtliche Menschen, also zwei Männer oder zwei Frauen, sich einander lieben und ehelichen, dann ist das eine Gabe Gottes. Oder wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat, was sich liebt, das können wir auch segnen. Das hört sich auch nett an, oder? Ja, die Liebe Gottes und so weiter. Aber das darf man ja gar nicht ausspinnen, wen man dann auch alles segnen könnte. Was sich liebt, das können wir auch segnen. Jetzt komme ich zu Spurgeon und zu einem Büchlein, was ich euch sehr warm empfehlen möchte, es auch weit zu verbreiten, ist auch nicht so teuer, 3,90 €. Von Spurgeon S. steht geschrieben, zwei kämpferische Predigten über die Bedeutung der Bibel. Und zwar hatte Spurgeon 1891, wenige Monate vor seinem Heimgang, auf seiner letzten Predigerkonferenz in London einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Der größte Kampf in der Welt«. Und zwar mit solch einer Eindringlichkeit und Kraft und Autorität, dass man diese Predigt als Spurgeons letztes Manifest oder Testament bezeichnet hat. Und diese beiden Predigten, die sind hier in diesem Buch enthalten. Die Vorgeschichte war, dass 4 Jahre vorher Spurgeon mit seiner großen Gemeinde, die hatten glaube ich um die 4000 Mitglieder oder Glieder, aus der Baptistenunion ausgetreten ist, weil man dort in der Baptistenunion Prediger duldete, die genau diese liberalen Lehren ungehindert verbreitet haben, die ich eben vorgestellt habe und die heute auch immer wieder in Freikirchen in Deutschland eindringen. Ich wiederhole, die Lehre von der sogenannten Allversöhnung, die Leuchtung des stellvertretenden Opfers Christi am Kreuz, die Leuchtung der wörtlichen Inspiration der Bibel, die Leuchtung des Sündenfalls durch Adam und Eva als historisches Ereignis. Und das, was wir heute also erleben, das ist vor 130, 140 Jahren auch gelehrt worden, auch unter sogenannten bibeltreuen Baptisten in England und auch hier in Deutschland. Und diese leidenschaftliche Predigt, die kann man hier also nachlesen in diesem Buch. Und ich möchte jetzt eine kleine Passage vorlesen, wie Spurgeon das vorgestellt hat. Spurgeon hat ja eine ganz wunderbare Gabe gehabt, etwas sehr eindringlich bildlich auch zu erklären. Manche sagen uns, wir sollten einen Teil unserer altmodischen Theologie aufgeben, um den übrigen Teil zu retten. Jetzt braucht ihr ein Bild. Wir fahren in einem Wagen über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben.
Aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Das sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr erfordert rasches Handeln. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis die Wölfe das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Hiob 2, Vers 4. Gib fast jede Wahrheit auf in der Hoffnung, eine andere zu retten. Werf die Inspiration hinaus und lass die Kritiker sie verzehren. Werf die Erwählung hinaus. Hier wird es ein schönes Fest für die Wölfe geben. Die Herren, die uns diesen klugen Rat erteilen, werden sich freuen, wenn sie sehen, wie die Lehren von der Gnade Stück für Stück zerrissen werden. Werft die angeborene Verdorbenheit des Menschen, die ewige Strafe und die Wirksamkeit des Gebets hinaus. Wie haben wir den Wagen wundervoll leicht gemacht? Nur noch ein anderer Wurf. Opfert das große Opfer. Gebt die Versöhnung auf. Brüder, dieser Rat ist schändlich und mörderisch. Wir wollen diesen Wölfen mit allem entfliehen. Und wir wollen mit allem verloren sein. Oder wir wollen mit allem verloren sein. Es soll die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit oder gar keine sein. Wir wollen niemals versuchen, die Hälfte der Wahrheit dadurch zu retten, dass wir einen Teil von ihr wegwerfen. Der kluge Rat, den man uns gegeben hat, schließt Verrat gegen Gott und Enttäuschung für uns selbst ein. Wir wollen zu allem oder zu nichts stehen. Die Wahrheit Gottes wollen wir verteidigen als die Wahrheit Gottes. Und wir werden sie nicht etwa deswegen festhalten, weil der philosophische Verstand seine Einwilligung dazu gibt. Wir glauben, wenn die Männer der Wissenschaft damit einverstanden sind, wie wir an die Bibel herangehen, so sind wir ihnen keinen Dank schuldig. Wir glauben auch ohne ihre Einwilligung, und zwar allem, was in der Bibel steht. Das fand ich ein sehr eindrücklicher Auszug aus dieser leidenschaftlichen Predigt von Spurgeon. So, jetzt guckt der eine oder andere schon auf die Uhr und ich merke, dass ich mich jetzt ein bisschen beeilen muss, aber ich hoffe, dass es jetzt sehr schnell geht. Thomas, 5 Minuten haben wir noch vielleicht. Also diese Predigt von Spurgeon vor 130 Jahren macht deutlich, dass unsere gegenwärtige Situation keine neue Auseinandersetzung ist, sondern die hat es immer schon gegeben. Neu ist nur, dass der Widerstand gegen diese Tendenzen nachgelassen hat und wir als sogenannte bibeltreue Christen schläfrig und gleichgültig geworden sind und wir uns lieber gegenseitig wegen Corona und sogenannten Verschwörungstheorien bekämpfen und aufreiben. Also der Widerstand gegen diese falschen Lehren, die eindringen in unsere Gemeinden, da sind wir relativ gleichgültig gegenüber und kämpfen jetzt wirklich auf Schauplätzen, die, meine ich, nicht so wichtig sind. So, jetzt die dritte Gefahr der zeitgeschichtlichen Interpretation der Bibel. Und das ist eine verfeinerte Bibelkritik, mit der wir eindeutige Bibelstellen, die uns unangenehm sind, umdeuten oder wegerklären. Wir leuchten die nicht. Manche sagen heute von Theologen, das müssen wir kontextualisieren oder kulturrelevant zeitgeschichtlich interpretieren. Das sind ein paar Fremdwörter. Aber ihr merkt schon, kulturrelevant, das heißt, dass man einfach das zeitgeschichtlich, dass man das Umfeld beachten muss, in das hinein manche Worte der Bibel geschrieben wurden. Das gilt für uns natürlich heute nicht so. Ich werde das versuchen, noch klarzumachen. Das bedeutet, dass wir bestimmte deutliche Anweisungen unseres Herrn Jesus, der Apostel, die uns nicht zeitgemäß erscheinen oder unseren Lebensstil in Frage stellen, abfedern, umdeuten oder einer vergangenen heilsgeschichtlichen Epoche zuordnen. Und das sind oft Fragen und Themen, die etwas mit unserer Lebensweise zu tun haben. Ich denke, Andreas wird dann nachher eine Menge zu sagen. Und unsere Oberflächlichkeit und Weltförmigkeit im Alltagsleben in das Licht Gottes stellen. Ich erinnere mich ganz gut, als ich ein junger Christ war, so 17, 18 Jahre alt. Ich bin geprägt worden in jungen Jahren, besonders durch das Buch Wahre Jüngerschaft von William MacDonald, was Hingabe und Nachfolge betrifft. Und ich bin in einer sehr konservativen Brüderversammlung aufgewachsen, die allerdings auch recht betucht war, also viele sehr reiche Brüder dabei waren, die auch das Sagen hatten in der Gemeinde. Dann hatten wir eine wöchentliche Bibelstunde, wo man fortlaufend das Matthäusevangelium dann
miteinander besprochen und betrachtet hat. Und dann kam man an die Bergpredigt und an die Mahnung des Herrn Jesus in Matthäus 6, Abvers 39, wo es um Geld und Besitz geht. Ihr kennt ja die Zitate, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost zerstören. Niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da haben die Lehrbrüder dann erklärt, dass diese, meine ich, eigentlich eindeutigen Worte etwa so zu verstehen sind, das sind Worte Jesu an die Jünger der damaligen Zeit, an den treuen jüdischen Überrest, aber das gilt nicht für uns heute und das kann man nicht so einfach eins zu eins auf uns anwenden. Das hört sich ja ziemlich vernünftig an, aber ich glaube, das ist eine ganz verfeinerte Bibelkritik und damals war ich recht unweise, manchmal aber auch ein bisschen mutig, als ich das hörte dort in der Versammlung, auch wenn ich ein Frischling im Glauben war und etwas provokant gebürstet, da habe ich gesagt, ja, dass wir mit dieser Relativierung der Befehle Jesu eigentlich das machen, was wir den bibelkritischen Theologen vorwerfen, welche die Wunder Jesu und die Tatsache der Auferstehung leugnen und umdeuten. Worauf dann ein totales Schweigen in der Versammlung über die Versammlung kam und als dann die Versammlung zu Ende war und wir rausgingen, da fielen dann einige ältere Schwestern über mich her, die natürlich während der Versammlung schriftgemäß geschwiegen hatten, aber jetzt einen Wortschwall über mich ausgekippt haben und ihre Empörung freien Lauf ließen. Unter anderem, wo kommen wir denn hin, wenn wir keine reichen Brüder mehr haben, die das Werk des Herrn finanzieren? Das hört sich auch nett an. Mit anderen Worten, wir müssen auch reiche Brüder haben, sonst können wir ja keine Mission unterstützen und dergleichen mehr. Also hier hat man sogar dann auch gut scheinende Argumente, um bestimmte Befehle, eben sich nicht dem Mammon zu ergeben, man kann nicht zwei Herren dienen, sondern man relativiert was, man schwächt es ab, um seinen eigenen Wohlstandsglauben oder ja, seine Haltung zu Geld und so weiter zu rechtfertigen. Und leider argumentieren auch heute manche konservative, bekenntnistreue Gemeinden ähnlich, dass man einen Unterschied machen muss zwischen Bekehrten, Wiedergeborenen und Jüngern. Kennt ihr das Problem? Damit ist man sagt, ja, man kann sich bekehren, das heißt doch nicht, dass man auch gleichzeitig ein Jünger Jesu ist. Das bedeutet praktisch, dass man sich für wiedergeboren erklärt, sich für ein Kind Gottes hält oder auch ist, aber nicht die Herrschaft Jesu über unser Leben, unsere Zeit, unseren Besitz, unsere Freizeitbeschäftigung unterstellt. Tozer, in diesem Buch, das möchte ich auch sehr, sehr warm empfehlen, der hat das sehr deutlich ausgedrückt in all seinen Büchern, aber jetzt ein kleiner Auszug hieraus. Um der absoluten Notwendigkeit zu entgehen, entweder den klaren Anweisungen unseres Herrn im Neuen Testament zu gehorchen oder sie abzulehnen, flüchten wir uns in eine liberale Interpretation derselben. Wir Evangelikalen wissen auch, wie man die scharfen Ecken des Gehorsams umgeht, indem man feine, knifflige Ausreden erfindet. Die sind natürlich genau auf unsere Bequemlichkeit zugeschnitten. Wir entschuldigen Ungehorsam, unterstützen Fleischlichkeit und machen somit die Worte Christi wirkungslos. Alles läuft schließlich darauf hinaus, dass Christus einfach nicht gemeint haben konnte, was er sagte. Seine Lehren werden sogar als Theorien erst dann angenommen, wenn sie durch Interpretation abgeschwächt worden sind. Und dann fügt er hinzu, das fand ich auch interessant, die Herrschaft Jesu ist von den Christen nicht vergessen worden, sondern lediglich auf das Gesangbuch übertragen worden. Das lese ich jetzt nochmal, aber das ist tiefsinnig. Die Herrschaft Jesu ist von den Christen nicht vergessen worden, sondern lediglich auf das Gesangbuch übertragen worden. Jetzt zitiere ich, oder jetzt füge ich hinzu, man singt noch inbrünstig in der Gemeinde alte Lieder wie »Ich bin entschieden zu folgen Jesus«. Genau vor einer Woche wurden zwei meiner Enkel getauft an der Möhnetalsperre und da haben wir laut gesungen vor der Taufe, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Viele Außenstehende guckten zu, hörten erstaunt zu. Das singen wir. Oder alles will ich Jesus weihen. Ich nehme an, das kennt man hier in dieser Gemeinde auch. Nimm mein Leben, Jesu dir. Oder auch den Vers aus dem Lied, nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Und viele andere ähnliche Lieder, die Hingabe und Weihe zum Thema haben.
Und viele von denen, die solche Lieder mit Hingabe singen, sitzen wenige Stunden später abends mit Bier und Zigarette vor dem Fernseher und sehen sich dann die Bundesliga, wenn sie wieder spielt, oder auch Rosamunde Pilcher an und empfinden das nicht als einen Widerspruch. Man könnte jetzt noch weitere Themen wie das Lehrverbot der Frauen im Neuen Testament anführen, das Gebot der Unterordnung der Frauen unter dem Mann, das Gebot an die Männer, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und so weiter. Und wir wissen alle, wie ungern wir diese Themen behandeln oder auch einen Bogen darum machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns alle jetzt nicht nur mit Fingern auf andere zeigen, sondern auch auf uns selbst, dass wir uns vor Gott demütigen und um eine Erweckung und einen neuen Gehorsam bitten, damit wir nicht den letzten Rest an Salzkraft für unsere Umgebung verlieren. Und ich finde es sehr schön, dass die Offenbarung 22 mit den Worten endet: Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei oder ist mit allen Heiligen. Das Buch der Offenbarung begann in Kapitel 1, Vers 4 mit Gnade euch und Friede von dem, der da ist, der war und der kommt, und endet mit dieser wunderbaren Zusage der Gnade, der unverdienten Gunst unseres Herrn, die aus seiner Liebe zu uns Sündern fließt. Und diese Gnade, die soll auch unser praktisches Leben prägen und uns helfen, miteinander liebevoll, gnädig umzugehen. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo oft harte Worte unter Christen fallen, unter bibeltreuen Christen, die wir alle zur Familie Gottes gehören, ist es sicherlich schmerzlich für unseren Herrn, wenn wir meist unnötigen Streit mit lieblosen, harten und ungnädigen Worten praktizieren. Auch wenn wir nicht die Augen schließen wollen vor Fehlentwicklungen in unseren Gemeinden, so gilt doch das Wort aus Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und das möchte ich auch zum Schluss noch einmal betont haben. Wir sollten offene Augen haben für das, was alles so an Interpretationen, falschen Lehren in unsere Gemeinden dringen könnte. Aber der Herr schenke uns wirklich ein gnädiges Herz und auch gnädige Worte mit Salz gewürzt. Die Wahrheit muss auch betont werden, damit wir wirklich in dieser Zeit, in dieser traurigen Zeit, in der wir leben, ein Zeugnis sein können. Und deswegen schließe ich mit drei Versen aus dem bekannten Lied von Philipp Hiller. Das war auch ein Schwabe, wenn ich mich nicht täusche. Die Gnade sei mit allen, die Gnade unseres Herrn, des Herrn, dem wir hier wallen und sehen sein Kommen gern. Auf dem so schmalen Pfad gelingt uns ja kein Tritt, es gehe seine Gnade denn bis zum Ende mit. Herr, lass es dir gefallen, noch immer rufen wir, die Gnade sei mit allen, die Gnade sei mit mir. Amen. Das kann ich. Wollen wir aufstehen? Herr Jesus, dieser Gnade wollen wir uns anbefehlen. Herr, schenke, dass unser ganzes Denken, unser Leben davon geprägt ist. Aber dass auch dieses Salz in unserem Leben, in unseren Worten, auch in unserem Denken nicht fehlt. Aber da brauchen wir dich, unser großes Vorbild. Herr, du warst Gnade, Liebe, aber auch Wahrheit. Und hab Dank, dass wir dich so kennenlernen durften. Herr, und nun gib du uns auch wirklich dieses Geschenk der Gnade, dass wir miteinander richtig umgehen, einander eine Hilfe sind. Gerade in dieser Zeit, wo so manches an deinem Wort, in deinem Wort verdreht und verbogen wird. Herr, wir möchten dir folgen. Wir möchten uns auch demütigen, dass wir manchmal Dinge interpretieren, weil sie uns unangenehm sind, aber wir möchten doch dir gehorsam sein, und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst und auch diesen Tag dazu segnest. Amen.